Seht ihr das hier? Keiner von euch kann mich hochnehmen. Amen! Amen! Assalamu alaikum, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erstmal, wie immer, Like, Kommentar und Abo, damit genug Menschen das sehen, weil vergessen wir niemals. Relevant genug bist du auf jeden Fall nicht. Ich vergib dir, Montabi. Also, der Titel stimmt tatsächlich. Heute wird es so einer der geilsten Videos eures Lebens, deswegen holt euch Popcorn. Sagt euren Freunden Bescheid, denn ich glaube, Mona-Kanal oder irgendeine andere übergeordnete Macht hat versucht, mich hochzunehmen mit ihren Agenten. Die Matrix hat mich angegriffen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was meine ich damit? Und was hat man versucht, mir anzutun? Und zwar gab es ein Mädchen, die hatte mir geschrieben, wisst ihr? Wie der letzte Kaffee. Und zu einer sehr suspekten Zeit, und zwar 4.30 Uhr. Ich bin wie immer wach. Ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht. Ist wahrscheinlich wegen der Nona-Sache, weil ich habe einen TikTok gemacht, gesagt, hey, schreibt mir bitte gerne, ob ihr mehr wisst, Shades, bla bla bla. Und wie ihr wisst, hat Nona mir schon versucht, auf anderen Wege das ein oder andere anzutun. Ladies, ich habe heute finally gewartet. Hat aber nicht so gut geklappt. Dann hat sie wahrscheinlich, ich will niemandem etwas unterstellen, gedacht, wir machen das auf eine andere Art und Weise. Ich habe gesehen, diese Person schreibt mir. Ein ganz normaler Account von einem Mädchen. Ich habe mit sehr, sehr vielen Mädchen geschrieben. Mit denen war alles normal. Ganz viele Mädchen sind mir halt gefolgt, haben mir geschrieben, haben sich bedankt wegen meinem letzten Video, wo ich über Nona aufgeklärt habe. Dieses Mädchen hat mir aber komisches Zeug geschrieben, wo direkt meine Alarmglocken angegangen sind. Weil ich bin ja jetzt nicht, ich bin nicht von gestern, sagen wir mal so. Und dieses Mädchen hatte geschrieben, hey, das soll überhaupt nicht komisch rüberkommen. Hahaha, ha, ha. Wenn jemand so anfängt zu schreiben, das habe ich gelernt von meiner Reise. Hello, my friend. Hello, my friend. Wenn euch jemand Friend nennt oder sagt, es soll nicht weird rüberkommen oder komisch, dann ist er komisch und ihr müsst aufpassen. Ich hoffe, du bist noch wach. Es ist sehr random. Dürfte ich vielleicht dein Snapchat haben? Ich muss dir etwas Privates sagen. Ich dachte erstmal, die hat private Informationen über Nona. Aber warum braucht sie dann meinen Snapchat? Genau ab dem Moment haben alle Alarmglocken laut geschlagen. Ich dachte, zwei Optionen. Erste Option, weil sie Angst hat, dass ich ihren Namen leake wegen Nona und so. Zweite Möglichkeit, zu dem, was wir jetzt kommen werden. Wie groß ist denn der Hintern dieser Hut? Dann habe ich was gemacht? Ich habe mein Zweithandy aus meinem Arsch rausgeholt. Ich benutze normalerweise das hier habe ich seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr benutzt. Sagen wir es mal so. Ich habe erstmal alles aufgenommen, weil ich wusste, dass sie alles löschen wird. Und kleiner Spoiler, sie hat danach alles gelöscht. Aber Ahmad hat alles von Anfang an in der ersten Sekunde aufgenommen. Hier. Sehr, sehr komisch. Da hat sie geschrieben, ja, kann ich dein Snapchat, bla bla bla. Ich habe sie sicherheitshalber direkt gefragt, wie alt bist du? Sie meinte 18. Ich so, okay. Damit, falls das andere eintreffen sollte, ich jetzt nicht keine Kinderfotos sehe. Sehr hochgeschaukelt, sehr hochgekocht. Sie ist 18, also ich kann ruhig das Spiel mitspielen. Und dann habe ich ihr direkt auf Snapchat geschrieben, jetzt geht das ganze Spektakel los. Ich war schon mal fett, schon mal ziemlich fett, als ich jünger war. Und das bedeutet, mein Bauch ist ziemlich groß. Und auf mein Bauchgefühl ist also Verlass. Du kannst auf mich zählen, Mann. Was ist also passiert? Ich habe hier geschrieben, hey, hier, ich benutze kaum, aber was ist los? Dachte gerade, wer ist das? Ja, benutze das kaum, bla bla bla. Und ja, da meinte ich, es ist halt 4 Uhr, niemand ist um die Zeit eigentlich wach. Also, was ist los? Irgendwie musste ich die ganze Zeit schreiben, was los ist. Sie wollte nicht auf den Punkt kommen. Als würde sie da gerade etwas zwischen uns versuchen aufzubauen. Dann hat sie mir geschrieben, ich habe sowas noch nie jemandem gesagt, aber ich habe es auf dich gemacht. Und dann wusste ich schon direkt, die zweite Option ist eingetroffen. Dann habe ich so extra sie 5 Minuten warten lassen. Da habe ich so getan, ich so, ja, ey, ich habe gerade ungelogen 5 Minuten lang nachgedacht. Aber ich weiß nicht, was du meinst. Und dann habe ich geschrieben, auf mich gemacht. Meinst du ein Video über mich gemacht? Ich habe so getan, als wäre ich ein NPC, wisst ihr? Ein ganz unschuldiger, dummer Junge. Und dann schickt sie mir nochmal ein Bild. Auf dich gemacht, Ahmad. Dann habe ich geschrieben, oh, habe immer noch so getan, als würde ich es nicht checken. Dann hat sie es mir 2-3 Mal gesagt. Und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt mitspielen. Sonst merkt sie, dass ich sie ein bisschen verarsche. Und dann hatte ich geschrieben, hm, okay, ich habe was ganz anderes erwartet. Ich bin wirklich komplett, ich habe auf NPC getan. Ich dachte, du hast private Informationen, die du mir geben willst. Und da hat sie geschrieben, leider nicht, sorry. Und ich so, okay, trotzdem danke dir. Jetzt wird's richtig geil. Dann hat sie mir geschrieben, The Weeknd wartet auf mich. Das ist ein Sänger, ich kenne ihn natürlich. Aber ich habe ihr geschrieben, The Weeknd? Wie? Habe ich geschrieben, meinst du Wochenende? Wegen Weeknd, versteht ihr Wochenende? Sie versucht mich zu verarschen, checkt aber solche einfachen Dinge nicht. Aber danach wusste ich, sie versucht hier gerade irgendwie was aufzubauen, statt mir Informationen zu geben. Sie will irgendwie, dass ich den zweiten Sinan G mache, bloß halt, dass sie 16 Jahre älter ist als bei Sinan G. So tief da drin, dass ich da auch gar nicht mehr rauskommen konnte.
Und dann dachte ich, mache ich einfach weiter. Ich hatte in der Zeit schon Tobi geschrieben, so ein 40-jähriger Rentner, der gerade Bingo gespielt hat tatsächlich. Er war wach um 5 Uhr morgens, weil die hatten, ich glaube, um 5 Uhr morgens fängt Sudoku an im Rentenheim. Ja, aber falls die echt ist, natürlich alles verpixeln. Ja, hab dann ein bisschen weitergemacht. Dann meint sie, The Weeknd, der Sänger. Sie so, kennst du ihn nicht? So, ist er schwarz? Es kann ein Chinese sein. Es kann ein Deutscher sein. Sie hat gelacht. Ich weiß nicht, warum sie gelacht hat. Und dann hat sie weiter mit mir geschrieben, aber ich hatte halt keine Zeit. Deswegen wollte ich schnell auf den Punkt kommen und hab ihr geschrieben, also hast du keine anderen Informationen. Und dann schreit sie, Ahmad, Junge, checkst du nicht, worauf ich hinaus will? Sie ist sauer geworden, weil ich sie seit 15 Minuten so tue, als wäre ich irgendwie 5 Jahre alt. Ich wollte es dir zeigen, wie. Ja, das, wie ich. Sie meinte das, wie sie sich auf mich. Und der Orgasmus. Ladies, ich hab's heute finally gewartet. Und da habe ich nur noch Smileys geschickt. Fühl dich zu nichts gedrängt. Ich habe sie quasi verarscht die ganze Zeit, obwohl sie versucht hat, mich zu verarschen. Stell dir mal vor, ein Räuber kommt in euren Laden und will euch einfach ausrauben und ihr versucht einfach den Räuber zu bestehlen. Aber ich dachte mir so, ja, es wird langweilig, habe ihr geschrieben, aber du kennst mich doch gar nicht. Warum willst du mir das denn direkt schicken? In der Zeit haben der Rentner und ich einfach schon darüber nachgedacht, was für ein Thumbnail ich benutze für dieses Video. Was für ein Thumbnail nehme ich denn? Fragen wir doch mal so einen alten Mann. Ich lasse mich nicht vom Gin verführen. Dann habe ich einfach weitergemacht, mitgespielt und dann auf einmal schickt sie mir ein Bild. Wie groß ist denn der Hintern dieser? Also ohne, dass man was Schlimmes sieht, aber ich zeige es natürlich trotzdem nicht hier, auch wenn es ein Fake-Bild ist. Also irgendwie sah das so aus, als hätte ich ein Bild von meinem Popo gemacht. Wie geht's euch, YouTube? Es sah auf jeden Fall weird aus, wisst ihr? Und ab dem Moment dachte ich mir auch, das geht jetzt zu weit. Ich muss das abbrechen. Um sicher zu gehen, dass das wirklich alles fake war und ich sie jetzt hochgenommen habe, habe ich gesagt, schick mal Bilder von dir, also von ihrem Gesicht. Ich habe extra ausführlich Gesicht gesagt. Und deswegen habe ich genau danach, habe ich gesagt, ey, schick mir ein Bild, wo du 2 Finger hochhältst. Und sie so, wie 2 Finger? Hat sie sich dumm gestellt und ab dem Punkt hatte ich sie auseinandergenommen, weil, wisst ihr, was dann passiert ist? Sie hat zuerst mal gesucht, sie hat wahrscheinlich im Internet gesucht und ich so, was ist los? Findest du etwa kein Fake-Bild gerade im Internet? Und danach, nachdem ich das geschrieben habe, ne, hat sie alle Nachrichten im Chat gelöscht. Und ich so, oh, was passiert hier gerade? Habe ich gerade den Schwarze getroffen? Während ich so klug war und alles aufgenommen habe, damit ich Content habe, ist wohl scheiße gelaufen, ne? Hat wohl nicht geklappt. Als ich das geschrieben habe, hat wohl nicht geklappt. Gucke ich auf Instagram. Sie hat alle ihre Nachrichten zurückgezogen. Aber auch Instagram habe ich in der ersten Minute, als sie mir geschrieben hat, alles video-recorded, weil ich wusste, worauf es hinauslaufen wird. Ahmad könnt ihr nicht reinlegen. Egal ob es Say Maybe ist, egal ob es Nona-Kanal ist. Ich bin euch 3 Schritte voraus. Aber da will dich ein Djinn will dich da. Es gibt verschiedene Formen von Demenz. Vom rechten Weg ableiten. Der Scheitan. Aber nein, der Scheitan hat mich dieses Mal nicht gekriegt. Ich muss sagen, ich war oft kein artiger Junge, aber ich habe mich weiterentwickelt. Der Scheitan wird mich nicht nochmal kriegen. Ich werde diese Dinge nicht mehr machen. Das heißt an alle Mädchen, ihr könnt mir ruhig schreiben. Ihr Dämonen, ihr. Guckt euch das bitte an. Aber ich werde nicht darauf reinfallen. Okay, ich muss euch eine Sache gestehen. Denn sie meinte, ich krieg dieses Bild von ihr. Das, was sie mir geschickt hat, erst, wenn ich ein Video von mir schicke. Und ich habe es tatsächlich getan. Da bin ich ein bisschen drauf reingefallen. Das könnt ihr hier sehen. Nie im Leben, Mann. Nie im Leben. Wie gesagt, macht sowas niemals. Ich weiß nicht, ob das jetzt Nona-Kanal war. Ich weiß nicht, wer versucht hat, mich da um den Finger zu wickeln. Mit diesem Video wollte ich euch nicht nur zum Lachen bringen, sondern ich wollte euch auch sagen, achtet darauf, auch wenn ihr gerade vielleicht sehr erregt seid, auch wenn ihr die Person sehr mögt und auch wenn ihr der Person sehr vertraut, schickt niemals Bild von euch selbst oder eurem Intimbereich. Macht sowas niemals. Sowas kann nur nach hinten losgehen. Ich kann euch nur empfehlen, immer sowas nicht zu machen, egal wie cool ihr mit jemandem seid. Denn es kann so jemanden geben wie mich, der nicht alles zensiert und dass die Person eine echte Person ist und ihr dann genau mit sowas hochgenommen seid. Und ja, das könnt ihr nie wieder rückgängig machen. Was einmal im Internet ist, bleibt immer im Internet. Und in dem Sinne, passt auf euch auf, macht sowas niemals. Lasst ein Like, ein Kommentar und ein Abo da. Dieses Mal haben mich die Djinns oder die Shaitans nicht bekommen. Denn ich gucke Sheikh Schweinfurt. Darf man den Schweinfurt nehmen? Haut rein, Freunde. Ciao!